Der Verteiler. Was ist das schon? Letztlich ist es ja so, dass man ein Bilder der Zukunft immer durch das definiert, was man über die eigene Zeit weiß. Das ist ja so eklatant bei allen Formen von Utopien oder auch Anti-Utopien, dass letztlich es die Aspekte sind der eigenen Zeit, die projiziert werden und vergrößert werden. Da nehmen wir Berge, Meere und Giganten als Utopien, eine wunderbare Dystopie oder Anti-Utopie aus den 20er Jahren. Da finden Sie im Grunde die großen Themen der 20er Jahre enthalten in seinem Entwurf für die Zukunft. Trotzdem ist es immer faszinierend, was eben Menschen aus der eigenen Zeit heraus, als Verlängerung der eigenen Zeit und Vorstellungen entwickelt haben. Da wir aber eigentlich ehrlich sein wollen und sagen, wir kennen ja die Zukunft, über die wir sprechen, nicht wirklich. Wir wissen ja doch nicht genau, was die Zukunft bringt. Und wie gesagt, wir überwinden Futur 1. Wir überwinden auch Futur 2, die vollendete Zukunft, die ja als grammatische Formel bekannt ist. Also ist logischerweise Futur 3 der richtige Name, nämlich jetzt natürlich existiert nicht. Es ist, deshalb haben wir es genannt, Annäherung an die unbekannte Zukunft. Und unter diesem Stichwort werden wir von nun ab alles, was wir hier verhandeln, immer unter auch dieser Frage der zeitlichen Perspektive nach vorne betrachten. Wenn man von unserer Konstruktion ausgeht, K2023, ist es ja so, dass wir schon von der Gründung an in der sehr stark in das Beginn der 21. Jahrhundert und Zeitungsrücken mitgenommen werden sollte. Und wir stellen uns vor, dass das Schmela Haus so wie so ein bewegliches Element zwischen den beiden Häusern ist. Wo wir nicht unbedingt Ausstellungen machen, sondern wo wir die Möglichkeit haben, Dinge voranzutreiben, so wie ein bewegliches Element zwischen den beiden Häusern, wo es eben Stände gibt. Ja, 50 Cent kriege ich noch. Und 20, da wir nun mal 30. Kunstsammlung heißen, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Und das sind 2 Zehner, soll ich gerade nehmen? Ja, genau. Und dann haben wir es. Nur mit unseres Museums gehört. 10er-10. Und es ist auch von wichtiger Relevanz und Aktualität. Denn war eben ein wichtiger Gedanke, denn auch zu diesen Fragen, eine museologische Frage, eine Frage, die für die Gesellschaft zu entscheiden ist, gerade zu sprechen. Und deshalb haben wir uns sehr gefreut, dass Heinz-Norbert Jocks sich bereit erklärt hat, eine Reihe zu kuratieren, wo er aus aller Welt gefragt hat. Immer ein Star aus Wien. Ja. Dazu sagt gleich Duesseldorf noch was für mich etwas. Das Schmela Haus selber ist ja ein berühmtes Gebäude, ein Landmark, Hamburg und Wien. Architektonisch ein Juwel, der einzige Bau von Aldo von Eyck in Deutschland. Und er ist ja auch aufgeladen mit Geschichte, weil hier so viele wichtige Ausstellungen stattgefunden haben. Natürlich auch aufgeladen mit Galeriegeschichte. Alfred Schmela war ein bedeutender, wichtiger Galerist, so viele haben ihn gekannt. Aber natürlich auch durch bestimmte Formen von Installationen. Viele wissen noch ganz genau, an welcher Stelle in diesem Raum was gehangen oder platziert war. Natürlich Beuys, das Ende des 20. Jahrhunderts. Also ich darf damit die Runde vorstellen, die den Auftakt darstellt. So unserer Reihe, die Verknüpfung hin zwischen Sammeln und Zukunft. Und ein Gedanke, den mir eben gekommen ist und der schon mal gekommen ist, man kann es natürlich mit Walter Benjamin machen, der selber ein großer deutscher wichtiger Philosoph, Marxist, jüdischer Abstammung, der selber quasi eine Utopie entwickelt hat, der selber Sammler war und der selber versucht hat, also das Sammeln herauszuholen aus quasi der sagen wir mal, aus dem Bereich der Vergangenheit, schon gesagt, dass in der Vergangenheit... Wenn man möchte, dass die Kultur erhalten bleibt, das ist die Frage. Wenn man eine Zukunft haben möchte, der Kultur,
modern gesagt, eine Anschlussfähigkeit, ja, dann muss es erst einmal dafür sorgen, dass die Werke nicht verschwinden. Ja. Das sind zum Beispiel das Pullover, ja, bis heraus zu den 7%, dass wir alle, wir Museen, die Kultur, keinen guten Job machen. Ja. Weil 7%, wenn ich bei 93%, das ist fast tendenziell fast null. Ja. Also, wir müssen darauf achten, dass die Plattform, das ist die herausfordernde Zukunft, die Plattform der Archäologie größer wird. Ja. Dass wir nicht so elitär und nicht so selektiv vorgehen und nur diejenigen retten, die wir einfach nicht gerecht nennen. Auf der anderen Seite ist es so, dass Künstler schon lange Kunst. Also die Geschichte ausklammern, das alte auszuklammern, aus einer neuen Beurteilung der Kunst, ist schlicht unmöglich. Nicht allein schon unter diesem Aspekt der Geschichte, der gesellschaftlichen Entwicklung und der Politik. Wenn man diese Bewertung nicht mitmacht, sondern nur rein ästhetische Maßstäbe ansetzt, kann man Kunst nach meinem Verständnis nicht verstehen. Übrigens ist es natürlich eine Psychologie, die man, das gerade den Duchamp angesprochen, der fast 40 Jahre ist, vergessen war und dann in den 60er Jahren unter bestimmten Bewegungen, unter Bewegungen, die wir auch gerade diese des Luxus stattfanden, wiederentdeckt worden ist, als derjenige, der die Alltag, die Alltagskunst sozusagen zur Kunst erhoben hat und der alten Kunst, der schönen Kunst, richtig den Kampf angesagt hat. Das war auch eine politische Aussage. Kann man auch nicht so ernst nehmen. Man kann ruhig aus dem Kampf sagen und dann wird das andere wieder gerade hineingezogen, in die Diskussion hineingezogen. Aber Nachsichtigkeit heißt, dass wir ein kulturelles Erbe haben, das sich abschichtet. Die moderne Hirnforschung ist ziemlich eindeutig, wenn es um die Abschichtung im Gehirn und unter bestimmten Konstellationen immer wieder nachträglich hervorgerufen wird. Ohne dieses wieder hervorrufen zu etwas, ist es schlecht und unmöglich, neu zu denken. Damit ist diese Frage obsolet, eine Alternative zwischen Vergangenheit und Neu. Übrigens auch dialektisch. Etwas Neues kann man ja nur definieren, wenn man das Alte kennt. Jetzt stellt sich für mich die Frage, so, wer entscheidet heute darüber, was morgen noch da sein soll? Da kommen wir zum Feld, das komplizierter ist, als wir am Anfang schienen, nämlich wer entscheidet darüber? Sind es die privaten Sammler? Sind es noch die Museen? Wie sieht es in den eigenen Häusern aus? Ich denke zum Beispiel allein nach Düsseldorf, da gab es das Problem, also dass Schmalenbach halt ein leidenschaftlicher Sammler von Malerei war, dann kam das Zweite, da hat eine gewisse Lücke aufgefüllt, nicht nur Beuys, dann sind sie nun an diesem Haus. Und in der Zwischenzeit gab es dann eine Ausstellung, dann wurde das K21 eröffnet, wo dann dieser neue Ackermann, Speck und Schirmann präsentiert wurde und am Ende sie, glaube ich, 750 Werke von Ackermann wurde und am Ende sie, glaube ich, 750 Werke von Ackermann. Galerie- und Wohnbau der Bundesrepublik gewesen. Und was eben auch besonders ist, dass man hier wirklich 5 Etagen hat, die ganz exakt verschiedenen Funktionen zugeordnet sind. Also die Etage des Aufstellens, die öffentliche Etage, die sozusagen die Büroetage, darüber die Wohnetage und darüber noch eine Etage, wo man im Schlafzimmer sind und man übernachten kann. Und sind wir nochmal, sagen wir mal, mit der Geschichte dieser Architektur befasst und haben gesagt, wir wollen, dass auch das Gebäude in seinen Funktionen mal viel intensiver ausnutzen als bisher, sodass wir zusammen mit dem Goethe-Institut ein Stipendienprogramm aufgestellt haben. Und es wird.